So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur Savannah Saga 3, Folge 37, wenn ich mich nicht irre. Und der letzte Kampf war mies, haben wir verloren. Ich glaube, das hatte ich in letzter Zeit öfters mal. Naja, egal. Manchmal muss ich mich über die Menschheit wundern. Wir können kaum die Mauern beschützen und alles, was die Clans fertigbringen, ist, sich gegenseitig zu berauben und zu töten. Hauptmann! Meine Magier brauchen mehr Schutz auf den Mauern. Du hast so viele Männer, wie wir entbehren können. Der Rest befindet sich auf den Straßen. Abarak ist es nicht wert, gerettet zu werden. Wenn nur Mörder und Diebe übrig bleiben. Selbst wenn mein Vater hier wäre, hätte er jetzt kaum noch Kontrolle über die Stadt. Ich habe noch weniger, aber ich bin mir sicher, dass ich Männer finden kann, die dem Banner meines Vaters treu sind. Gib mir das Kommando auf den Mauern. Bist du sicher? Ich kann hier keine Sicherheit garantieren. Wenn es je an der Zeit war, dass ich die Führung übernehme, dann jetzt. Und live. Sie blicken zu dir hin. Dir wird bewusst, dass derjenige, der die Verantwortung für die Mauer übernimmt, in ernsthafter Gefahr sein könnte. Blablabla, die Mauer gehört dir, ich glaube, ihn. Dein Vater wäre stolz. Ich schicke Pferde an die Arbeit. Holschlackhoff. Niemand. Zivor Haare aus. Okay, Ludin, dann probier du mal. Dein Vater wäre stolz auf dich. Mein Vater war vieles, aber man kann nicht sagen, dass er stolz auf seinen Sohn gewesen wäre. Ich werde alle loyalen Männer benachrichtigen und dafür sorgen, dass die Magier auf den Beinen bleiben. So gut, Avarang scheint ja noch zu stehen. Unsere Vorräte sind zu Ende, alles ist im Arsch, aber die Hauptstadt steht noch gut, alle verletzt. Scheiße. Scheiße, Mann. Trick, Trick. Wobei, komm, die Großen nach vorn. Und dann nehme ich ihn. Du warst Speerwerfer, glaube ich. Ich Speermeister. Komm. Du gehst mit rein. So. Jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Helden. Marktplatz. Achso. Draußen. Ein Teil der Stadt schwelt seit der Unruhen, was zur Stimmung in den unteren Ringen passt. Die Vorräte sind weit verstreut. Es ist unmöglich, seit der Beerdigung sie zu erfassen oder einzuteilen. In der Zukunft scheint Amstern angesagt zu sein. Und du fürchtest, dass andere Clan-Navern auch so denken. Zumindest sollen wir hier das Präzedenzfall betrachten, empfiehlt Leo. Die restlichen Lebensmittel zusammentragen und knapp rationieren. Truppen schicken, um die anderen Clans zu plündern. Die restlichen Lebensmittel zusammentragen und rationieren. Vertrauen überwindet alle Hindernisse. Einige
sind erleichtert, dir diese Last aufzubürden. Andere bestehen darauf, den Vorrat wachsam im Auge zu behalten. Okay, das sieht... Wir haben wieder ein bisschen dazu gewonnen. Beim Begräbnis Abschied genommen. 72 Stunden. Schwindende Vorräte rationiert. 36 Stunden. Deformierte an der Mauer besiegt. 72 Stunden. Okay. Macht 7 Tage mehr Zeit für Avarang. Ja, dann geht's wohl in der Unterwelt weiter. Versuchen wir, die schwarze Sonne wieder zu erwecken. Jemand hat von euch schon mal Distelvermet probiert? Platzspar heraus. Mitten in eine tiefe und beklemmende Stille hinein. Ihr seid mit mir in letzter Zeit ziemlich freudlose Gesellschaft. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Distelmet-Saft gebrauchen. Andere munkeln zumindest, aber jemand reicht ein kräftiges Getränk herum, von dem alle einen Schluck nehmen können. Bald wetteifern sie miteinander darum, wer die besten Pläne für die Rückkehr nach Avarang hat. Sie auffordern, mit dem Trinken aufzuhören und ruhig zu sein. Ihnen nicht zuhören und konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben. Sie reden eine Weile weiter und spinnen fröhlich ihr Garn. Den dunklen Ort zum Trotz. Zum Glück erregt das keine Aufmerksamkeit. Aber es war richtig, für alle Fälle wachsam zu bleiben. Wollen wir mal ranrutschen hier? Wir haben ja jetzt wieder ein paar Tage. Vielleicht können wir mal doch einmal rasten. Und warum sieht dieser Teil hier anders aus als der Rest? 5 Tage. Scherben von rauchigem Glas ragen schräg aus dem Boden hervor, als hätte man sie hineingeschleudert. Zunächst sieht es so aus, als sei das nur wieder eine der Merkwürdigkeiten der inneren Erde, aber dann begreifst du, dass es sich um Splitter der schwarzen Sonne handelt. Die spiegelnden Oberflächen reflektieren Bilder, sodass die Illusion einer Armee von Raben entsteht, als ihr hindurchschreitet. Bestens, sagt Volker. Ich habe diesen Ort ja schon vorher nicht gemocht und jetzt gibt es Dütschs in 6 Ausführungen. Ach, Dütsch. Wegen der Übelkeit erregen der feuchten Wärme, die von den Fragmenten immer noch ausgestrahlt wird, wollen alle so schnell wie möglich hindurch. Außer Evid. Er hat an einer Scherbe angehalten, presst seine Hand gegen die glasige Oberfläche und betrachtet sein eigenes Spiegelbild. Was wird jetzt getriggert für ein Ereignis? Komm, Elvid, es ist Zeit zu gehen. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Könnte schlimmer sein. Oh, tut mir leid. Ich wollte es nicht vergleichen mit. Allmählich wird mir bewusst, was ich zu tun habe. Wir sind schon ganz nah. Elvid starrt in die Ferne. Jetzt ist nicht der rechte Moment für Selbstzweifel. Es war immer so weit weg. Es war noch Zeit.
Zeit? Wofür genau? Helwig stößt einen tiefen Seufzer aus. Juno hat es bereits verraten, aber eine Sache hast du vielleicht noch nicht völlig erfasst. Sie hat mir verboten, dir davon zu erzählen. Sie befürchtete, dass sich dann etwas ändern könnte. Sie befürchtete keine Geheimnisse mehr. Keine Geheimnisse mehr. Die schwarze Sonne wird nur an den Himmel zurückkehren, wenn Juno die Finsternis darin einschließt. Sie muss also dort bleiben, als Gefangene für alle Ewigkeit. Ich dachte, das wussten wir, habe ich irgendwie mal so gehört. Ein Schicksal, schlimmer als der Tod, und es war meine Schuld. Sie hat nichts weiter getan, als mit Zähnen und Klauen dafür zu kämpfen, die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Alles, was sie je getan hat. Du siehst, wie der Zorn von Elwins Gesicht Besitz ergreift. Er sieht fast aus, als würde er Energie aus der Sonnenscheibe saugen. Was, wenn es auch anders geht? Sogar jetzt, wo die Sonne ihre Arbeit nicht mehr verrichtet, muss es hier noch genug Energie geben, um die Schlange zu besiegen. Das könnte. Es könnte ausreichen. Vielleicht, aber auch nicht. Nein, wir ändern jetzt nicht den Plan. Wird es überhaupt ausreichen, die Schlange? Nein, wir ändern nicht den Plan. So habe ich mir das nie vorgestellt. Die Unordnung ist zwar meine Schuld, aber niemand außer mir kann die Ordnung wiederherstellen. Wer sonst kann diese Aufgabe übernehmen? Warum sollte ich ständig um Erlaubnis fragen? Elwit, denk an deine Freunde in Avarang. Elwins Lippen werden langsam schmal und etwas von dem Feuer aus seinen Augen erlischt. Ich weiß. Ich entschuldige mich. Meine Gedanken waren immer schwer zu kontrollieren, schon seit meiner Geburt. Meine Mutter war zu ihrer Zeit die Anführerin der Valkar. Als sie einen Jungen zur Welt brachte, war der Rat besorgt. Die männlichen Mitglieder unseres Volkes waren immer ein wenig dem Wahnsinn verfallen, mal mehr, mal weniger. Mein Vater konnte seine auch nicht beherrschen. Diese Art von Macht wäre wohl Eden schwer zu ertragen. Es ist ein Fluch. Nur dank Juno bin ich überhaupt noch am Leben und sie hält die Kraft in mir davon ab, auf die falsche Art auszufließen. Als sie in Einards Topf im Traum zu mir sprach, war ich mir sogar unsicher, ob es real war. Ich hatte so lange ohne ihre Hilfe auskommen müssen, dass ich wieder im Begriff war, die Kontrolle zu verlieren. Sie hat alles nur getan, um mich zu heilen, und dafür muss sie nun leiden. Kannst du dir vorstellen, dich so mächtig und zugleich so schwach zu fühlen? Das kann ich mir vorstellen. Elwin nickt, und du hast das Gefühl, dass er nun etwas mehr Vertrauen in dich hat. Gut, gut, gut. So langsam würde ich dann auch mal die Folge wieder beenden. Ich glaube, hier ist jetzt mal außer
etwas rumlesen, nicht viel passiert. Ein bisschen rasten wäre nicht verkehrt. Ich sage jetzt einfach mal gerade heraus, Schnauzspar. Ich bin am Verhungern und das sage ich nicht nur so. Ich habe Hunger zum Verrecken. Die Essensvorräte der Karawane sind bedenklich zusammengeschrumpft und niemand wagt es, das Wasser zu trinken, das sich in den dunklen Felsspalten sammelt. Du spürst es selbst. Der Steinsänger scheint zu verstehen, obwohl du noch nie einen von ihnen etwas hast essen sehen. Er kratzt einen harten, glockenförmigen Gegenstand von der Felswand ab, reicht ihn dir und macht eine Bewegung, als würde er ein Buch öffnen. Huch, ich dachte, das wären nur wieder zerklüftete Felsen, sagt Spar und nimmt den Gegenstand. Er hat eine harte Obsidianschale, doch als diese geknackt ist, findet sich im Inneren eine hellrosa Pflanze, die sich matschig anfühlt. Das sieht aus wie ein Pilz, er riecht nicht seltsam und hat auch nicht so eine merkwürdige deformierte Form wie alles andere. Es scheint noch eine ganze Menge davon an der Felswand zu sitzen. Also, wer probiert zuerst? Fragt Farlaut. Es nicht riskieren, die Pflanze zu essen. Gibt es Freiwillige? Selbst vortreten das Risiko ein. Selbst vortreten und das Risiko. Das etwas schmeckt wie ein Pilz, aber leicht süßlich. Ein paar Minuten später fühlst du dich wirklich ein bisschen gestärkt und hast etwas mehr Energie. Die anderen sammeln vorsichtig ein paar Handvoll und essen so viel, wie sie tragen können. Du könntest schwören, dass sich die Karawane ein wenig schneller bewegt als zuvor. Okay, geil. Wir haben mal was zu essen gefunden, aber trotzdem, wir wollen doch mal rasten. Hervorragende Moral, ernsthaft. Leistest du einer Freundin Gesellschaft? Alfrum wirkt dich während einer kurzen Pause, winkt dich ein, während einer kurzen Pause zu sich und klopft auf einen einzelnen großen Stein am Rand der Karawane. An sich nichts Verwerfliches, aber du kannst ihr die Hintergedanken im Gesicht ablesen. Sie strahlen heller als der weiße Turm in der Ferne. Was für Hintergedanken hat die kleine Hexe? So, erstmal Ende für diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei The Banner Saga 3. Tschüss, ciao, bye bye.